So, liebe Leute, hier sind wir wieder, Freitag der 13. Ich hatte gerade eine ziemlich schlechte Runde. Carsten und Tobi sind entkommen. Es gab ein paar Leute, die mich ziemlich geärgert haben, aber ich habe Tommy erwischt, das reicht mir schon. Und die eine hat mich gerade ziemlich geärgert. Die konnte ziemlich gut laufen, selbst schwer verletzt noch. Naja, und ich muss sagen, das ist nicht mein Jason, der. War das der Feueraxt-Jason? Ich weiß das gar Ein nicht. Doppelaxt-Jason, also Doppelaxt-Jason. dieser Ist mit nicht dem. meiner. Also meiner ist wirklich der Spitzhacken, Joey. Das ist so. Ja, Jason, der den sticht finde ich durch. auch gar nicht so schlecht, aber der shiftet so blöd. Der kann nur so ganz kurz shiften Kurzstrecken, aber dafür genau halt, ne? Das irgendwie. ist Ja, ziemlich ist cool blöd. eigentlich. Aber über weite Strecken kann er nicht. Das ist der Nachteil. Aber ich finde, du hattest eine ganz gute Runde. Für mich war es ein persönlicher Triumph, endlich mal zu fliehen und dann noch vor dir. Super geil. Ja. Können wir immer Ach so ja. machen jetzt. Ja. Waiting for players. Habt ihr schon gelesen? Ich bin ganz traurig. Chris Pratt und Anna Faris haben sich getrennt. Was, echt? Um, Oh, schade. ja, hat er bei Facebook bekannt gegeben. Was ich aber ziemlich cool fand, er hat so geschrieben: Hey, bevor irgendwelche Gerüchte kommen, Anna und ich haben uns getrennt, aber verstehen uns halt noch ziemlich gut, halt, auch wegen dem gemeinsamen Sohn und so. Und es war einfach eine gemeinsame Entscheidung. Wir haben es lange probiert, hat nicht geklappt. Vielen Dank für euer Verständnis. Ja, Das fand geil. ich schon. Ich finde ihn sowieso unglaublich sympathisch. Also Ja. der wird von ich habe jetzt einige Berichte gelesen, und das war irgendein Artikel zu Jurassic World oder so. Da hat Ja. der Filmjournalist hat ihn so ein bisschen gelobt und hat gesagt, ja, er macht das wie immer solide halt. Er ist halt ein professionelles Großmaul. Das fand ich total geil. Weil der immer die gleichen Rollen spielt. Ja, aber er ist so wie er sich in den Rollen gibt, soll er auch sein. Er ist ein lustiger Ja. Typ einfach halt, ne? Sehr Ja. bodenständig und ja. Den sollten wir auf unsere Liste setzen von Leuten, mit denen wir mal ein Bier trinken wollen. Ja, genau, mit Michael Caine. Ich glaube, Michael Caine werden wir nicht mehr so viele Gelegenheiten haben. Nee, das Der soll stimmt. auch so schwer krank sein, habe ich jetzt gelesen. Michael Caine, wollt ihr ein Bier trinken? Klar. Ja, weil der Wie Typ, kommt man denn bitte auf sowas? weil Michael Caine ein super Witzeerzähler ist. Ja. Also Okay. der soll ganz geilen Humor haben. Und ja, der soll so sein, wie er, der soll auch so sein, wie er sich in Batman gibt halt. Mit Christopher Walken möchte ich auch mal ein Bier trinken. Ja. Aber der Ich sieht auch bin nicht mehr so gesund Jason. aus. Oh, Ja, Sascha ist Sascha! Jason. Yeah! Slasher Sascha. Ja. Ja, das wird wieder nix. Slashy Ja, das ist cool. Slashy Sashi! Okay, Sascha ist Oh. hoffentlich weg. Wir sind. Also, ich bin im Westen wieder. In diesem Ich glaube, ich bin ganz im abgetrennten Osten. Landteil. Okay. Ich habe eine fette Axt, Leute. Oh, Messer und Scheißbär. Yeah. Du hast eine fette Sag mal, Wampe, Kraft, meinst das du? ist nicht normal. Du mit Und deinem eine Flair. Scheißmesser. Es geht mir voll auf den Sack immer. Ich krieg ungefähr so auf ein Messer, wie ich Tommy bin. Echt. Slashy-Sashy. Das finde ich gut. Okay, ich möchte Oh noch mal Leute, ich fliehen. bin gleich. Ah, ich bin beim Friedhof. Ich gehe da mal hin. Da ist meistens ein Heilspray. Oh Leute, Tobi, weißt du, was ich gerade gesehen hat? Nee, doch, irgendwo habe ich gesehen, da warst du, Jason. Und da war auf einer Toilette, ne? Wo ein Heilspray war, war daneben direkt auch noch ein Taschenmesser. Das hat mich echt gewundert. Ja, das gibt's manchmal, das gibt's manchmal. Man findet Ja. ja auch so mal eine Flair irgendwo rumliegen. Das habe ich jetzt gerade beim Bogenschießplatz gehabt. Ja, die habe ich da hingelegt, weil ich die Shotgun da gefunden Ach, habe. du hattest sie da hingelegt. Ah, okay. Ja, genau. Ich habe hier Benzin gefunden. Ich bin Sehr jetzt gut. beim Haus, wo man Tom. Ja, Tommy wird gerade gerufen. Aber ich weiß noch gar nicht, wo was ist. Wenn jemand rennt auf mich zu, ich habe da mal Angst vor. Oh, ich habe noch ein Messer. Carsten, Das ey, ist das regt auch mich echt auf, absurd ey. langsam, echt. Ja. Mackie Messer. Wir rennen da so hinter mir her. Wehe, der will mich töten, ey, das nervt voll. Oder ich höre die Oh, Axt. Jason ist im Westen. Jason ist im Westen. Ich hau mal ab hier.
Komm rein. Okay, ich habe noch keine Karte. Es ist noch nichts eingefüllt oder eingesetzt. Und wir haben zwei Autos. Okay. Ich bin jetzt beim östlichen. Ich habe die Sicherung. Wisst ihr, wo das Sicherungshaus ist? Nein, ich habe es noch nicht gesehen, leider. Nee, wenn ihr es seid, sagt mir Bescheid. Ja. Ja. Ich gehe jetzt hier mal alles ab. Auch nein. Egal, ob da jemand drin ist oder nicht. Die eine leuchtet mich an. Oh, ich habe Wagenschlüssel gefunden. Super. Ich glaube, sie weiß, wo die Sicherung ist. Ah, ohne, sie hat mir eine Flare gezeigt. Cool. Ach, Quatsch. Ich habe ihr die Sicherung gegeben. Ich glaube, sie weiß, wo sie ist. Ah, oh, cool. Ich begleite sie. Wir haben beide eine Flare. Hat sie denn gesehen, dass du die Sicherung genommen hast? Ich hab sie ihr gegeben. Ich habe sie auf den Boden gelegt, sie hat sie genommen. Und jetzt gehen wir zusammen. Sie scheint cool zu sein. Sie hat mir auch den Weg zu einer Flair gezeigt. Oh, ich habe jetzt endlich eine Karte. Oh, shit. Er ist bei mir. Shit. Ich gehe ihr jetzt hinterher, weil es könnte sein, dass sie weiß, wo die Sicherung ist. Ich gehe zum nächsten Haus. Vor dem Viersitzer ist bei der Motorhaube eine Bärenfalle. Nur zur Info. Ja, okay. So, wenn ich jetzt allerdings die Sicherung, den Sicherungskasten finde, ist es nicht so geil, dass sie die Sicherung hat, ne? Ja. Sie weiß was. Oh, sie zeigt mir was. Sie zeigt sogar auf Schublade. Autoschlüssel! Ich werd verrückt! Cool. Ich habe Autoschlüssel und die Sicherung. Ja, ja. Ist ja bei dir, Carsten? Ja, ja. Noch lebe ich. Also Leute, habt ihr gehört? Ich hab. Also ja. Sie hat die Sicherung. Ich folge ihr jetzt. Ich glaube. Ja, sie weiß, wo die Sicherung ist. Oh, super. Sie baut die Sicherung an, ich versuche sie zu beschützen. Ich hab die Batterie! Ich hab die Schlüssel. Warte mal, ich schmeiß mal die Batterie vors Auto. Ich versuche sie zu beschützen. Komm hier nicht vorbei. Er scheint aber irgendwo hier zu sein. Ich beschütze den Kasten vor Jason, falls er kommt. Sie ruft an. Die ist total gut. Ich schmeiß die Batterie vor den Viersitzer, ja? Ich habe jetzt noch keinen Bock, in die Bärenfalle zu latschen. Also er ist noch mit mir beschäftigt, also... Sie ruft die Polizei, Leute! Er ist noch mit dir beschäftigt? Ja, wir haben Zeit. Dann hoffe ich, dass er jetzt nicht zu mir kommt. Oh, ich habe so verkackt, ey. Lebst du so. Noch, oder was? Ja, Batterie ist drin. Ja. Ich hau jetzt hier schnell ab, ich hole mir die Flare und dann können wir zum... zu der Hauptstraße gehen, oder? Was? Der dritte Messer. Nimm das mal mit, wollen wir uns dann irgendwo treffen? Kannst du mir dann eins abgeben? Ich bin an der Kreuzung der Hauptstraße gleich. Ich komm da auch hin. Schon. Okay. Aber ich durchsuche hier noch ein Haus. Er hat aber anscheinend eins vor mir abgelassen. Ja, ich glaube, er hat gemerkt, dass wir die Polizei gerufen haben. Ja, oder die Batterie eingesetzt. Oh. So, ich komme jetzt mal langsam zur Hauptstraße. Er ist bei mir in der Nähe. Er ist bei mir. Ich habe eine Flare. In welchem ist denn jetzt der, die Batterie drin? Wisst ihr das? Im Viersitzer. Und wer ist, wo steht der? Also... Im Süden. Im gelben Haus? Am Wasser. Achso, nee, im Süden. Am Wasser, okay. Weil ich könnte... Ich weiß ja, wo das Benzin ist. Oh, er hat mich, scheiße! Oh, Mist. Mist, ich konnte nicht mehr... Oh, ich wollte rausspringen, ging aber nicht. Scheiße. Es ging nicht mit rausspringen, Mist. Okay, Carsten, dann lass uns gleich mal Richtung Hauptstraße, oder? Ja, 3 Minuten, ja. Also hier ist Benzin, ich könnte auch das Auto befüllen. Ja, aber wir haben keine Schlüssel, ne? Doch, hab ich. Ach, ja, klar, dann mach das doch. Dann lauf mal dahin.
Ja, warte, ich Ist auch komme, nicht ich so kann dir ein weit weg bisschen von hier. Deckung geben. Ich habe einen Flair. Ja, als Stillwater Camp, da bin ich gleich drin. Also. Ja, genau. Und etwas südlich vom Schriftzug. Ja, genau. Ich komme zum Auto. Okay. Carsten hat das Benzin. Eine versteckt sich wie immer nur im Schrank. Pass Was auf, finden Leute daran, sich da die ganze Zeit zu verstecken? Ich verstehe es nicht. und Fülle ist. Ja, ich bin gleich da. Ah, shit. Fuck. Polizei ist. Okay, los Können geht's. los. Ja, ich bin Okay. direkt daneben. Okay. Ich bin drin, fahr los. Okay. Weißt du, wo lang? Ja, ich glaube, einfach nur geradeaus, glaube ich. Ja, genau. Dann jetzt geht's nach Norden. Super. Oh geil, jetzt hat Sascha aber auch alle Hände voll zu tun, ey. Die eine rennt gerade, betankt gerade das nächste Auto, was auch schon fertig ist. Die Polizei kommt in einer Minute 56 Sekunden, ne? Scheiße, das ist das Schlimmste, für Jason überhaupt. Ja, das sieht gut aus. Sauber, gut gemacht. Oh, perfekt! Ah, geschafft, Oh, geschafft! wie gut, ey. Alter Schwede. Super geil. Oh, ich bin Tommy. Ich versuche die anderen jetzt noch zu retten. Das kannst du doch gar nicht. Klar. Ich kann ja Zeit verschaffen, damit die fliehen können. Das war ein Scherz, weil du mit Retten Ach so. und Helfen ja keine Ah. Erfahrung hast. Okay, seid ihr nur noch zu dritt. Das Ja. andere Mädel hat Benzin. Sie befüllt jetzt. Oh, dann gehe ich dahin. Ja, zu anderen muss ich nicht gehen, die versteckt sich nur. Ja. Die auch den Schlüssel hat. Oh Gott, das dauert aber ewig, bis ich da bin. Sie scheint aber keinen Schlüssel zu haben. Nee, sie ist Oh jetzt in shit, der die Lodge. Batterie fehlt auch noch. Glaube ich, Ja. oder? Okay, sie hat eine Flare, aber sie scheint sich jetzt zu verstecken. Ja gut, es sind ja nur noch 45 Sekunden, dann kann man ja auch jetzt zur Straße gehen. Macht sie wahrscheinlich jetzt auch. Ja, Jason wartet schon da. Ja, 29 aber er weiß doch Sekunden. nicht, wo die kommen. Ne? Sie könnte auch auf der anderen Seite auch kommen. Da ist die Batterie, da ist die Da ist Batterie, Mädel, Batterie, dreh dich ja. um. Batterie. Aber Ja, man aber. weiß, aber der Schlüssel ist bei meiner Leiche, der andere. Wenn ihr einen Schlüssel hattet, ist der andere Schlüssel bei meiner Leiche. Ah, okay. Das ist Quatsch. Ja, okay. ich glaube, sie läuft jetzt gleich zu den Cops hin. Ja, es macht ja auch Sinn. Wo sind denn die Cops überhaupt? Ach, im Osten. Oh, mit zwei Schrotflinten, das könnte was werden. Ja, aber ich will die andere auch noch retten, aber die versteckt sich nur im Schrank. Nee, der ist draußen. Nee. Ja, komm. Ja. Ist bei irgendeinem Campingplatz. Ja, warte, ich versuche die beiden zu mobilisieren. Komm, Mädel. Die wollen gar nicht mit mir. Und die repariert jetzt erstmal noch eine Strombox. Warum? Die Punkte. Da ist Jason. Scheiße, er hat sie. Da kann ich nichts machen. Los, rennen! Treffer. Ja. Ja, das schafft ihr. Die ist ja gleich da. Das ist aber bestimmt mein. Ja. Ja, Und sie warum hat noch seid ihr Cracker. ängstlich?
Ja, das ist oh, ja, da. Das ist jetzt aber Quatsch. Ja, okay. Oh, der wird sich ärgern, ey. Armer ja, Sascha. Ja, wie bei mir gerade. Man findet einfach dann Sachen und dann geht alles. Das ist manchmal so, wenn man dann Sachen früh findet, hat Jason nicht, ja, kaum noch eine Chance, ey. Aber cool. Hat eine Scheiße, ey. Ja, das tut mir echt ein bisschen leid. Also das war echt... Du hast mich am Anfang getötet, als ich aus dem Fenster steigen wollte. Ich war aber nachher Tommy, hab noch die letzten beiden organisiert und Carsten und Tobi sind mit dem Auto entkommen. Ja, es war einfach nur frustrierend. Ja, glaube ich. Also es tut mir echt ein bisschen leid. Also man hat auch echt Mitleid mit Jason. Das finde ich... Das ist doch cool, ey. Der arme Jason. Ey. Ich habe auch kaum jemanden gesehen. Also es war ganz schlimm. Ja, hat man manchmal, ne? Also so, dass man dann auch die Sense, dass man immer irgendwie am falschen Ort ist oder so, oder die passenden Perks haben, das ist echt nervig manchmal. Ja,